Hallo und herzlich willkommen zu Baphomets Buch, der Sündenfall. Bevor wir die Tabula übersetzen, gucken wir uns noch mal kurz Als sich die Karte der Flammen näherte, begann sich etwas zu verändern. Die Schrift auf der Karte reagierte auf die Erwärmung. Ich glaub's ja nicht. Was ist denn? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die Orte auf der Karte diejenigen, die auf dem Foto markiert sind. Damit George das auch sieht, dass A, B, C, D, Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Wenn die Buchstaben denen in Genens Übersetzung. Das Bergreich. Wenn dieser Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Genens Übersetzung war, lag hier der Sonnenuntergangsberg. Wenn dieser Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, dann lag hier das Zweistromreich. Wenn der Buchstabe E dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die aufsteigende Stadt liegen. Genau, das ist wichtig, dass wir uns die übrigens angucken, damit wir die Himmelsrichtungen erkennen. Wenn wir das jetzt angucken und ihr Schwierigkeiten habt, die Sachen zu entziffern, ich habe es ja schon mal durchgespielt gehabt, ist das relativ easy, wenn man es einmal geblickt hat. Man muss sich einfach nur die Symbole angucken, hier unten vergleichen, was es gibt und sich dann einen Reim darauf machen. Zum Beispiel das Kreuz ist relativ häufig vertreten, zum Beispiel auf aufsteigende Stadt. Darum, Aufstieg gibt es, glaube ich, nicht hier drin, außer halt aufsteigende Stadt, aber es ist ja nicht die Stadt gemeint. Nö, darum wird das der Anfang sein und so weiter und so fort. Und hier ist auch wieder das Symbol für Stadt und die zwei Striche ist Reich. Das ist hier immer Ding. Das Dreieck ist für Berg. Und das hier steht dann für Sonne. Also Sonnenstadt. Und so geht das dann immer weiter. Ihr vergleicht da unten die Symbole, denkt ein bisschen nach, was es wohl sein könnte und probiert das sozusagen aus, wenn ihr es selbst machen wollt. Nur als kleiner Tipp, also falls ihr das Video nicht guckt, um das Spiel durchzusehen, sondern um einen Tipp zu finden, so wird das dann gemacht. Ich werde jetzt nicht noch mehr erklären, dann könnt ihr das ein bisschen selbst herausfinden. Für alle, die es natürlich leicht haben wollen, gucken sich einfach das ganze Video an, das ganze Rätsel an. Mit den Himmelsrichtungen auch. Ihr wisst, wo die Städte liegen auf der Karte. Und so wird es dann auch gemacht. Also mit den Himmelsrichtungen. Ihr wisst, ob sie im Norden und so weiter liegen. So wird das dann ganz easy übersetzt. Was auch relativ dann schnell geht. Man muss mal zwar teilweise ein bisschen um die Ecke denken, aber es geht eigentlich. Also sollte man hinbekommen. Hoffe ich. Aber zur Not könnt ihr auch einfach sehen, wie ich das übersetze. Es sollte eigentlich alles richtig sein. Fehlt jetzt noch nur noch ein Wort und das sollte die 4 sein. Das ist eine Wegbeschreibung. Beginne in der Sonnenstadt. Reise 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Reise Richtung Süden 6 Tage durch eine Wüste bis zum Ursprung 4 Flüsse. Hey Nico, ich hab's! Fantastisch! Die Tabula Veritatis, das ist eine Wegbeschreibung. Sieh dir diese Karte an.
Die Symbole sagen, Startpunkt sei die Sonnenstadt. Genen verbarg den Ort auf der Karte. Dann geht es 5 Tage gen Osten zu einem Fluss. Dann geht es nach Süden und durch eine Wüste. Zum Ursprung 4er Flüsse. Und was ist dort? Weiß nicht, aber sicher etwas Wichtiges, richtig? Richtig. So wichtig, dass die Gnostiker es jahrtausende lang geheim zu halten versuchten. Und weißt du was? Ich glaube, ich habe einen Weg hinausgefunden. Ehrlich? Sieh mal, während du den Altertumsforscher gespielt hast, habe ich das hier gefunden. Was hat sich getan? Ich bin nicht sicher. Die Tür ist immer noch zu. Vielleicht entgeht uns irgendwas. Vermutlich. Wenn Genen gestorben ist, ohne einen Ausweg zu finden, muss mehr dran sein als nur ein verborgener Knopf. Dann lass uns weitersuchen. Natürlich. Ich mache mich schon an die Arbeit, Nico. Die verschnörkelte Lampe war nähere Betrachtung wert. Der eiserne Ring saß in einem verschnörkelten Rahmen um die Öllampe. Was allerdings keinen Sinn ergibt, weil das Teil relativ blöd aussieht, meines Erachtens. Und auch kein Bild an die Wand wirft. Das Medaillon passte genau in die Fassung. Boah, jetzt sieh dir das mal an! Das Licht vom Medaillon fällt auf diese blaue Figur. Das könnte unsere Fahrkarte nach draußen sein. Wenn du recht hast, erklärt das, warum Genen nicht rauskam. Er hatte das Medaillon nicht. Richtig, Nico. Auf dem Sockel waren alte Kratzspuren, als hätte jemand die Statue bewegt. Bin ich sicher, dass das Maria Magdalena ist? Klar, die roten Roben. Das passt alles. Die Madonna würde blau tragen. Wer ist dann das Kind? Nun, den gnostischen Evangelien zufolge hat Maria, als sie die Lippen Jesu küsste, Oh, verstehe. Yep. Die Gnostiker glauben also, der Säugling sei... Sieht so aus. Haben wir zufällig noch? Ja, haben wir. Und wir können... Es war ein Kastell aus Heiligen. Castell del Sants in Katalonien. Es war eine Pyramide aus... Wie wir die Maria drehen müssen. Ich gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Denn jetzt guckt sie, glaube ich, auf die richtige Stelle... Die Säule war wie ein Baum geformt und blau bemalt. Ich glaube, das sollte den Baum des Wissens darstellen. Sollte richtig sein. Für dieses Bild. Das klang, als sei etwas passiert. Und das müssen wir jetzt mit den 3 Fassungen wiederholen. Beziehungsweise mit den 2 verbleibenden Fassungen wiederholen. Als nächstes haben wir den Lichtstrahl, ich glaube, auf diese Figur. Die Figur war einmal grün gewesen. Ich fragte mich, ob das eine Abbildung Jehovas war. Ich bin mir nicht sicher, auf was es gerade zielt. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Gib mir mal noch einen. Das sollte so aber passen, glaube ich. Ich glaube, er zieht da dran. Yep. Das klang, als sei etwas passiert. Das sollte richtig sein. Aber ich weiß, guckt sie jetzt zu dieser Säule. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, ob sie das tut, aber... Sieht so aus. Und der Lichtstrahl sollte eigentlich auf die 2. Figur gezeigt haben. Und das zeigt definitiv auf die Menschen da unten. Was alles zu seiner Ausgangsposition. Eine Figurengruppe blickte nach oben zur Tabula. Sie waren alle rot. So etwas hatte ich schon mal gesehen.
was so in etwa den Raum entspricht, da die Leute hier drin wären und sie auf den Raum hinunterblickt und sie hoch zu ihr. Ist das die Tür? Wenn ich das Sei jetzt Dank. richtig Ich entschlüsselt hatte schon und befürchtet, wir festgestellt sitzen hier habe. fest. Nur wir beide. Für immer. Oh mein Gott, es gibt nichts Schlimmeres. Es hätte schlimmere Arten gegeben, für immer festzusitzen. Richtig. Das ist die Tür. Komm schon, George. Bevor ich mir mein Medaillon schnappe und mit Nico die geheime Höhle verlasse, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Lasst ein Like und Kommentar da, was ihr als nächstes Adventure auch sehen wollt, denn das Spiel neigt sich leider dem Ende zu. Und wie gesagt, schöne Zeit, bis dahin. Tschüss.